Und da sind wir wieder bei Breath of Fire. Wir haben beim letzten Mal jetzt ein paar Items gekauft. Und sind auch leider einmal gestorben, was halt viel Zeit wahrscheinlich wieder gekostet hat, was das Farmen angeht. Und dieses Mal aber auch, jetzt kurz zum Ende. Es fehlen uns noch zwei Items und haben wir uns zumindest alles, was wir uns hier kaufen können, ausgerüstet. Zwei Items noch, die kriegen wir relativ schnell zusammen. Das sind so nicht mal 20 Kämpfe wahrscheinlich. Und sollten wir damit dann nicht durchkommen, müssen wir dann im Dorf das Zeug zusammenkratzen, was wir da kaufen können. Aber dann muss man sich auch fragen, was wäre denn, wenn ich nicht den Händler dann rekrutiert hätte? Dann würde ich ja ziemlich alt aussehen, müsste dann leveln, oder was? Weil das Leveln, das dauert ja noch länger als dann das Geld farmen. Also war auch einfach meine Zusammenstellung meines Teams kacke. Kann ich nicht sagen, ich spiele das Spiel erstmal. Also, und ich denke eigentlich, dass es nicht so schlecht ist, was ich da jetzt habe. Ja, das ist mein unvoreingenommenes Empfinden. So. Wobei Rand, Quatsch, Sven mit Sicherheit noch nicht schlecht wäre hier, aber ich kann ja jederzeit wechseln bei der Gruppierung an der Starachenstatue. So, jetzt leveln wir wieder. Bevor wir dann übrigens hier durchgehen, werde ich auch mich mit Kräutern wieder zudecken. 20 Stück. 20 Vitalkugeln am besten auch. Und Gegengift. Ein Stück oder so. Weil, das sonst einfach zu gefährlich ist. Ich habe keine Ahnung, wie groß der ganze Dungeon hier ist. Wenn das halt übertrieben ist, dann lieber übertrieben als zu wenig und dann wieder, keine Ahnung, Zeit verschwendet für nichts. Ja, und als dann davor gesorgt, dann haben wir es auch fürs nächste Mal noch. Oder so, wenn es halt wirklich. Meine Meinung. Wollte ich schon mal gesagt haben. So, machen wir fix die Polter. Ah ja, die finde ich immer noch relativ. Sterbe eins aufs Maul. Immer noch mehr als Rio. Aber Rio ist auch schon komplett fertig equipped. Nina und Rimpu noch nicht. Alle anderen glaube ich schon. Mittlerweile. Ich kann ja gerade mal gucken, wie das vom Statuswerten her aussieht. Abwehr 63. Das ist jetzt ein Riesenunterschied. Gut 3, Feuer 2. 1. Frag mich, was dieses da heißt und so. Genau heißt. Das ist schon etwas strange, wenn man mich fragt. Wundert mich ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Wenn ihr euch da ein bisschen mehr auskennt, ihr dürft es gerne mal in die Kommentare schreiben. Auch wenn hier nicht viele zuschauen, da ist ja jemand dabei, der sich das richtig weiß. Ich werde gerne etwas schlauer aus dem Ganzen. Monster ließ etwas fallen. Rio erhält Gold. Uhu. Müsste mal gucken, ob wir nicht das ganze doppelte Gold verkaufen können. Angeln tun wir sowieso nicht. Habe ich nicht vor, momentan zu angeln. Vielleicht machen wir das irgendwann mal kurz vor Ende des Spiels, einfach mal um es gesehen zu haben. Oder vielleicht muss man es ja auch irgendwann dann doch mal für eine Mission. Genauso wie das Jagen. Haben wir aber schon mal gemacht, das Jagen, deswegen. Hast schon mal abgehakt. Außer es kommt jetzt tatsächlich nochmal in einer Mission vor. Aber das sehen wir dann noch. Giftatem. Einmal Gift. Nochmal Giftatem. Ach, come on. Ja, müssen wir entgiften. Hat ja keinen anderen Sinn so. So, haben wir das gemacht. Weiter geht's. Wir werden bestimmt direkt wieder vergiftet. Nein, doch nicht. So, die sind sogar ziemlich schnell gefallen.
Aber die geben nicht so viel Geld. Ich hätte gerne wieder ein paar Kisten. So, eine Spezialattacke, das war der Konter so gesehen. Zombie. Ja, Zombie. Hat funktioniert, ne? Yeah. So. 178. Das ist schon krasser Damage, der darüber kommt. So, wir müssen da ein bisschen heilen. Aber keine Kräuter mehr. Aber keine Kräuter mehr. Magie benutzen. Tatsache ist, es werden Nuri und Rinpu angegriffen. Die anderen werden eigentlich relativ in Ruhe gelassen. Außer es geht an die Giftsache. Und das Gift, das nervt am meisten. Ganz ehrlich, das ist ja echt, auch schon fast kein Gegengift mehr. Kann ja nicht sein hier. Von denen kriege ich aber nicht wirklich Geld. Ich will auf 2000 Lenny kommen. Dauert mit den Spinnen länger. Ich hätte gerne wieder die Kiste. Ich denke, das relativ fix. Ja, natürlich den Poltergeist. Ja. Okay. Und 62 Damage. Das macht immer noch krass Damage. Das ist schön. Wieder verarzten gehen. So, aber Rito hat auch recht wenig AP, ne? Maximal 30, das ist... So, hat auch nicht viel Geld. Noch weniger als die Spinnen. Da jetzt mal schon wieder ein Patron kommen. Aber natürlich. Wäre zu einfach. So, hat uns HP geklaut, die Drecksau, aber bringt ja nichts. So, aber das geben auch relativ viele Erfahrungspunkte. Ja, das eh nicht. Angriff von hinten. Sehr gut, dann können sie gar nicht erst wehren. Denke ich jedenfalls. Ja, wir dürfen zwei miteinander angreifen, bevor die was machen. Also sollten sie eigentlich sterben. Jawohl. Rindbo erreicht Level 20. Das eigentlich ist ein Zeichen, wir sollten wahrscheinlich jetzt... Aber wir haben noch nicht genug Penny, nein, haben wir nicht. Wenn wir Items kaufen müssen, reicht dann nicht. Wir brauchen 1800 Minimum. Wir brauchen 900. Das ist 950. Ich kann wir tauschen zwar, dadurch wir ein bisschen zurück, aber... Wir wollen ja auch noch Gegengift kaufen. Also 2000 Zentimeter schon haben. Aber jetzt kriegen wir ja auch noch eine Truhe, das geht also dann doch recht viel.
fix jetzt. Und die geben da relativ viel Geld. Hat irgendwas gegeben. Hat doppelt so viel, ne, als bei den anderen Gegnern. Ja. Was ist denn das für ein Gold? Ja, ich muss nachher mal gucken, was das Gold verkaufen kann. Ob verkaufen kann, habe ich glaube ich noch gar nicht nachgeschaut, oder? Habe ich schon mal geschaut, ob man verkaufen kann? Weiß ich gar nicht. Ja, aber mal interessant, weil für Gold, ne, angeln wir ja in 5 Jahren nicht. Und das Gegend ist komplett widerstanden. Sehr schön. So muss das. Boah, so kaputt. Okay. Angriff von hinten, da kann man dann angreifen. Ob das reicht. Wieder zu killen, aber es sollte eigentlich. Naja, es reicht. Nein! Und nicht zwei hintereinander, das ist einfach nur so, als würde ich eine Runde später also richtig losgehen. So habe ich es verstanden. Heißt, ja gut, Rimbus hat die schnellste Figur, deswegen darfst du als erstes angreifen. Das ist bis jetzt immer so gewesen. Ja. Der Rimpu garantiert mir eigentlich den First Hit. Wie das jetzt bei Ben und bei Watch aussieht, weiß ich ja nicht. Bei Tapeta hätte ich gedacht, nie drauf geachtet. Aber ich glaube, Tapeta hat immer relativ spät angegriffen. Das könnte natürlich auch am Level liegen. Ich meine, wie es aussieht, wenn sie gleich hoch sind vom Level. Müsste man mal schauen. Vielleicht will ich. So. Oh, oh, nicht sterben. Luft drin tun. Weil eigentlich bei Rinpo ziemlich egal ist. Klar, sie macht viel Damage so, aber in der Hinsicht auf Erfahrungspunkte ist es eigentlich ziemlich komisch, weil sie ist eh komplett auf Platz 1 irgendwie weit abgeschlagen. Nicht so ganz nachvollziehen kann, weil die braucht wahrscheinlich einfach. Anders kann ich mir das nicht erklären. Adi, Rio, verarzten. Rinpo. So, jetzt haben wir keine Verarztung mehr. Das heißt, beim nächsten Notfall müssen wir dann mal wieder in die Stadt zurück. Dann geht die Aufnahme eigentlich schon wieder. Naja, auch ein bisschen Zeit. Dann haben wir auch die letzten Items fertig. Das heißt, im nächsten Kapitel spätestens werden wir wieder Richtung Schaben gehen. Dann hoffentlich Richtung Ende des kompletten Schlosskönigreichs. Weil das hier ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Jetzt wissen wir, wie die Story weitergeht. Schwerer Schlag. 6-5. Spezialattacke. Temperatur. Spezialattacke. Start 5. Zombie. Flucht erfolglos. Einen Kampf können wir, denke ich, noch machen, ohne Gefahr zu laufen, Game Over zu gehen. Zombie, erfolglos! Flucht erfolglos! Zombie! Ja, ich glaube, zwei auf dem gleichen. Naja. So, haben wir. So, geschafft. Schauen wir mal. Ja, Geld hängt nicht aus, gehen wir jetzt zurück.
Wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Angriff gewesen sein. Hoffe ich jedenfalls. Oh oh. Jo. Überlebt das jetzt noch? Gut. Hat auch selbst direkt geklärt hier. Schaffen wir. So. Ba 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 ba. Ba 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 ba. So, dann müssen wir hier runter. Wir werden dann aber auch nochmal speichern, denke ich. Also wir müssen dann vor die Stadt nochmal. Ja, weil wenn wir nochmal Game Over gehen, sollen wir laden können und so weiter. Das ganze Geld dann auf dem Weg nicht verbrennen. So, willkommen im Itemladen. Wir wollen gerne, nee, hier sind wir falsch. Wir wollen hier. Und zwar tauschen. So. Haben wir. Armbrust können wir nicht. Eisenrüstung haben wir. Eisenpanzer haben wir auch. Ritterhelm. Schlechterung. Hemdchen. So. 6, 5, 1. Austauschen. Ja. Weiter geht's. Hemdchen. Seidentuch. Verbesserung von 2 Punkten. Ja. Zack. So, dann haben wir die Items. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass das ausreicht. Wobei, wir müssen jetzt noch. Genau. Wir wollten noch was kaufen. Kaufen. Und zwar kaufen wir jetzt. Heute gibt's ja gar nicht, wa? Ist nur noch Vitalkugel. Was kosten denn? Ich? So. Durch fast 3 Slots jetzt, ne? Ja, das reicht erstmal. Eisenfrucht gibt AP-Punkte. Als Statusveränderungen. Also besser als ein Gegengift eigentlich. Ja, kaufen wir mal. Da kann ich mir aber gar nicht so viel leisten. Hahaha. Ja, das ist doch teuer. Dann doch vielleicht lieber eine Waisenfrucht, wo wir mit Rio hochpushen können, nochmal den Drachen nutzen können. Puh, ja komm, machen wir. Dann noch 2 davon. 3. So. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht ausreichen, kann man immer noch die Items farmen gehen. Ja, die wir halt einfach brauchen dann. Gegengift halten so, weil ich halt keine Ahnung, was der Boss kann. Mal gespeichert, sollten wir sterben, resetten wir halt einfach. Ist ja nicht so schlimm, dafür kann man ja speichern in dem Spiel. So, machen wir das auch gleich mal. Erstmal hier erholen. Ja, wollt ihr euch auch mal versuchen? Ja, natürlich. Oh, da hab ich was im Hals gehabt. Wir wollen speichern. Wollt ihr eure Reise fortsetzen? Jaha. Und damit bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Breath of Fire 2.